Wir haben definitiv wirklich zu viel Stein. Und Holz. Deswegen kann hier mal zugemacht werden. Und Wände gesetzt werden. Und hier kann dann nach und nach auch zugemacht werden. Oh, Odigium. Und Turmalin. Turmalin ist immer gut. Guckt euch mal die Ressource, die Goldader da unten an. Ich würde mal sagen, es ist wieder Zeit fürs Militär. Eine kleine Spinnplage loszuwerden. So. Wer seid ich, die Spinnenweben? Das gibt noch mehr Erfahrung. Und ich denke mal, es ist Zeit für noch einen militärischen Jungzwerg. Ah. Das wiederum ist nicht so toll, dass die da nicht raus können. Außer ich lasse sie raus. So. Ach ja, hier oben ist ja auch noch Zeug zum Zumachen. Nee. Also ich habe genug Orte, die ich zumachen muss. Also mache ich erstmal hier oben dicht. So, ja. So komme ich aber nicht an. Das da. So, nächste Tafel. Da ist noch eine Tafel. Lass uns sehen, was auf dieser geschrieben steht. Ich habe meinem kleinen Tierchen den Namen Prinzessin gegeben, dass sie zu gefallen scheint, wenn ich sie bediene. Meine Clansbrüder ziehen mich schon damit auf, ich würde sie verwöhnen. Sie sind bloß eifersüchtig, weil ich nicht... Oh, haha, jetzt ist Prinzessin über die Tafel gesaust. Da ist einer Gehirn gewaschen worden. Definitiv hat das tolle Prinzesschen ihm eine Gehirnwäsche verpasst. So, Fernkampfverbesserungen. Oh, und uns sind noch mehr tolle Räume. Ja, ich gehe aber ungern auf der Seite nach unten. So.
die Figur, die Trägerpuppe ist verpackt, also reißen wir sie ab. Bauen einfach viele, viele neue. So. So, der neue Jungzwerg, wenn er Level 5 ist, wird er gleich total befördert. Und wir haben fast das Drachenblut, was wir benötigen, zusammen. Jetzt haben wir das Drachenblut schon mal zusammen, das wir benötigen. Jo. Ich reiß mal die Leiter ab, weil dann kann ich da unten meinen neuen Jungzwerg dann trainieren lassen. Den hier, wenn er Level 4 oder so erreicht hat. Und ich baue vielleicht doch noch eine Truhe erstmal auf, dass ich auf 2000 bin. Und dann gibt es hier zwei neue. Dinger zum Hinpacken. Oh, wie kommt der da hin? Achso, er baut die Truhe. Ah. So. Jetzt müsste er da hochkommen, dass wir erstmal von der Thronseite zumachen. Ja. Und dann können wir hier langsam zumachen. Da ist nämlich die Thronseite abgedichtet. Okay, er kann auf der Säule stehen. Auch gut. Und ich noch ein Level ab, dann können wir dich befördern. Wir könnten sogar zwei von euch schon befördern. So, gucken wir mal. Ja komm, jetzt können wir uns das Stein hier holen. Und das Gold hier. Wenn wir schon dabei sind. Holen wir uns hier das Drachenblut. Oh, hier unten ist sogar Eisen. Viel Eisen. Ja, hier sind wir zum Glück ziemlich nah an unserer Basis. Die ganzen Räume hier hinten nachher werden interessant zu finden sein. So, eine Leiter. So, ein Weg nach oben. Sammelt hier mal Gold für mich ein. Du kannst gleich schon mal zwei Eisen-Trainingspuppen für mich bauen. Eisen, ja. Und
So, die kommen da gleich hier unten hin. Wenn der nämlich Level 4 wird, porten wir ihn darunter. Oder befördern ihn erst und porten ihn darunter. Dann darf der da unten erst einmal trainieren, bis er Level 10 ist. So, Gold. Ist gut. So. Da sind wir hier drüben eigentlich auch schon wieder fast fertig, wenn da nicht schon wieder Stein wäre. Aber gut, Stein können wir ja erstmal ignorieren. Ich sollte wirklich jetzt langsam mal wieder hier unten weiter graben. Also zum Beispiel in den Raum hier rein und dann von da aus können wir das als Sprungbrett nehmen. So. Ne, machen wir den mal weg. Genau, ihr zwei seid schon mal unterwegs. Hier ist Stein, aber Stein ist jetzt im Augenblick nicht wichtig. Und ja, die Räume hier alle sind von hier aus zu erreichen. Die Räume hier erreichen wir dann von da drüben aus. Hauptsache, wir erreichen die Räume. So, Treppe. Also Leiter. So, machen wir das Ganze mal etwas breiter. Wie sieht es mit unserem Jungzwerg aus? Der ist bereit, militantisch zu werden. So. Und zu trainieren. Oh. Wieder zwei von den Großen. Ein gespotter Zwerg. Jede Menge Gold. Ja, jetzt haben wir keine Verwendung mehr für Eisen direkt. Und ich hätte schon gerne mit ein bisschen Titan, was Schönes, in den Thronsaal gestellt, wenn ich jetzt die richtige Sache finde. Zum Kessel. Exotisches Horn. Nein, eigentlich hätte ich gerne genau das. Der Prunkhelm. Oh ja, der Prunkhelm, der sieht noch besser aus. Weißt du was? Wir können ja auch noch trotzdem das Horn hier hinstellen. Ja. Und ich könnte mal meine besten Kämpfer, könnte ich nicht, weil mir immer noch ein Forschungspunkt fehlt. Wie lange brauchen die Forscher noch? Ah, nicht mehr lange. Die brauchen nicht mehr lange. So, vielleicht noch den Chor und das Bild hier.
Und kann jetzt die Nahkampf-Spezialisierung freischalten. So, du wirst Schildträger.